Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dein Gegenüber und zwar, wie steht er oder sie jetzt zu dir? Ich schaue für dich in die Karten, werde sehen, wie er oder sie, dein Gegenüber, dein Herzensmensch, ja, dein Partner vielleicht sogar, deine Partnerin, wie diese Person zu dir steht, wie dieser Mensch jetzt in Bezug auf dich so drauf ist, könnte man hier auch so sagen. Und du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir deine Situation übereinstimmen wird, aber du hast diese Legung gefunden und deswegen ist sie hier was. Also ist sie was für dich, ja? Du sollst hier etwas erfahren, etwas ist wichtig. Und die Karten möchten dir das nun mal mitteilen. Ja, wie steht dein Gegenüber jetzt zu dir? Ja, so eine allgemeine Ausrichtung. Da möchte ich jetzt hier die Orakelkarte dafür haben. Ich habe die Klarheit. Also dein Gegenüber ist klar in Bezug auf dich. Seine Gefühle, seine Gedanken, sein Vorhaben, das, was er möchte in Bezug auf dich oder was er mit dir möchte, das ist ganz klar jetzt bei ihm. Er hat die Klarheit, er oder sie hat die Klarheit erlangt, weiß ganz genau, wohin die Reise geht, weiß ganz genau, was er jetzt möchte, will, was er machen wird. Ja, das ist auch hier für ihn oder für sie befreiend. Dein Gegenüber fühlt sich dadurch frei und auch erleichtert, habe ich hier so, ja. Und auch ich habe in dieser Karte auch die Freiheit in Bezug auf dich, das zu tun, ja, das Ganze in die Richtung zu lenken, die man möchte, dass dein Gegenüber, also einige von euch werden was damit anfangen können, dass dein Gegenüber jetzt frei ist. Ich habe das hier so, dein Gegenüber ist frei, hat sich befreit. Ich habe hier die Freiheit und die Klarheit. Und es könnte auch sein, dass dein Gegenüber jetzt dich aufklären möchte, möchte, dass bei dir auch die Klarheit jetzt vorherrscht, dass du ganz klar weißt, was du willst, was du tust, ja? Und dein Gegenüber möchte dich auch hier irgendwo befreien. Vielleicht war die Situation zwischen euch einfach unklar, ungewiss. Irgendwie so habt ihr euch da verheddert. Könnte sein. Und jetzt ist es so, dass dadurch, dass dein Gegenüber so ganz glasklar ist, ja, glasklar wissen, glasklar wollen, möchte dein Gegenüber auch, dass bei dir das sich auch so einstellt, ja. Das ist erstmal hier so der Anfang. Und wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal unterstützen, indem du zum Beispiel, ja, spendest, ja, es gibt die Spendenfunktion unter meinem Video, da kannst du draufklicken und zum Beispiel auch mich zum Kaffee einladen. Das würde mich sehr freuen, das hilft mir viel und ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, wenn du zum Beispiel auch nur das möchtest, denn es zählt auch die Intention, ja. Gegenüber jetzt zu dir. Ich habe hier den Eremiten. Ja, dein Gegenüber hat sich Gedanken gemacht. Hat sich Gedanken gemacht und jetzt ist er oder sie ganz klar. Hat das Licht gefunden am Ende des Tunnels. Ja, weil der Eremit, das ist jemand auf der Suche. Auf der Suche nach Klarheit, nach Weisheit, nach einem Weg, vielleicht sogar nach einem Ausweg. Nach Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels suchen und dein Gegenüber hat das Licht am Ende des Tunnels gefunden. Das sagen mir hier die Karten. Die drei der Kelche, vielleicht stand etwas im Wege. Vielleicht jetzt momentan auch noch, ja, steht etwas im Wege, weil ich habe hier die drei der Kelche. Das könnte zum Beispiel ein Hindernis sein, eine Angelegenheit, eine Sache, ja, ein Umstand,
zum Beispiel. Aber es kann auch eine Person sein, die im Weg steht, die den Weg bis jetzt einfach nicht frei gemacht hat. Aber die Karten sagen, diese Sache, diese Person, dieser Umstand, der stört, verschwindet. Und die Karte spricht natürlich auch von Freude, von einer kleinen intimen Feier auch. Ja, also dein Gegenüber möchte diesen Umstand, dass diese Klarheit jetzt da ist, dass diese Freiheit jetzt da ist, dass dein Gegenüber jetzt ganz genau weiß, was zu tun ist und auch vielleicht dich aufklären möchte, will. Das möchte auch hier gefeiert werden. Ja, dein Gegenüber möchte mit dir schöne Stunden erleben, ausgelassen sein. Und ich habe hier den Pagen der Stäbe. Und der Page der Stäbe zeigt mir hier, dass dein Gegenüber etwas dir anbieten will und auch wird, ja? Also dein Gegenüber wird dir etwas anbieten, auf dich zukommen und dir etwas Spannendes vorschlagen, denn der Page der Stäbe, das ist etwas Spannendes, etwas Exotisches, etwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Sowas habt ihr zum Beispiel noch nicht gemacht. Diesen Vorschlag, dieses Angebot, diese Chance hat dein Gegenüber noch nicht so an dich herangebracht. Ja, hat dir das noch nicht angeboten, sowas? Es kann hier auch irgendwie ein Ausflug sein, ein Treffen, zum Beispiel irgendwo, wo ihr noch nie gewesen seid. Das muss jetzt nicht sein, dass ihr 500 Kilometer irgendwo hinfahren werdet, sondern es kann auch gleich vor der Haustür sein, aber da wart ihr noch nie. Das ist spannend. Es kann auch sein, ich sehe hier auch irgendwo den Zoo. Kann sein, dass ihr irgendwo, dass dein Gegenüber dich in den Zoo mitnehmen will oder da, wo irgendwelche Tiere sind, ja, oder zum Beispiel botanischer Garten, da, wo seltene Pflanzen sind, interessante Pflanzen. Ich habe auch hier so ein bisschen was Tropisches drin. Ja, das ist irgend so eine Chance, ein Angebot, ein Vorschlag von deinem Gegenüber, der hier ungewöhnlich ist. Oder für dich ungewöhnlich sich anfühlen wird, ja, weil das ist nicht typisch für dein Gegenüber. Das ist hier etwas anderes, habe ich hier. Eine Chance, ein Vorschlag, ein Angebot, ja. Und wie er jetzt zu dir steht, also er sieht die Chance mit euch beiden. Er oder sie sieht diese Entwicklung, die auch anders sein kann, dass sich das alles jetzt anders gestalten kann in eurer Verbindung, ja? Wie steht denn dein Gegenüber jetzt so zu dir? Ich habe das hier mit dem Pagen der Stäbe, habe ich das auch so interessiert an dir. Ja, findet dich sehr interessant. Ja, er begeistert, er oder sie begeistert sich für dich, ist irgendwie da in die ganze Sache schon sehr involviert, also steckt mittendrin, kann zum Beispiel auch nicht mehr von dir weg. Ja, möchte das Ganze auch hier noch unter die Lupe nehmen, sich das Ganze nochmal ganz genau anschauen, dich nochmal ganz genau anschauen, das Ganze mit dir. Ja, und ja, ist sehr neugierig. Ich habe hier die Neugierde. Neugierde bei ihm oder ihr, wie geht das weiter? Was kann man da noch machen? Wie wird sich das Ganze noch zwischen uns entwickeln? So steht jetzt dein Gegenüber zu dir, Jan. Und ich habe hier das Gericht. Also dein Gegenüber, ihr oder sie, dein Herzensmensch. Ja, das ist hier so, dass ihr oder sie, da kommt hier schon wieder dieses Element Freiheit hier rein, ja, fühlt sich befreit, fühlt sich frei, fühlt sich jetzt erleichtert, ja. Das Ganze mit dir, das bringt ihm oder ihr auch irgendwo eine Erleichterung und gleichzeitig, man kann sich erneuern. Dein Gegenüber erneuert sich und zwar auch
mit dir gemeinsam. Ein Stein ist ihm oder ihr vom Herzen gefallen, ja. Man kann jetzt die Flügel ausbreiten und einfach machen, ja. Man kann jetzt sich auch fallen lassen, habe ich hier, ja, sich fallen lassen, denn man weiß jetzt ganz genau, dass man da, wo man jetzt ist, auf dem richtigen Weg sich befindet. Ja, und ich habe hier, die sechs der Stäbe, das ist die Eroberung. Also dein Gegenüber möchte dich im Sturm erobern. Er oder sie fühlt sich jetzt frei, befreit und deswegen kommt jetzt die Eroberung. Es steht nichts mehr im Wege. Er weiß, wohin die Reise ungefähr, ja, gehen soll mit euch beiden. Und deswegen wird hier dein Gegenüber aktiv werden. Auf dich zukommen, dich einladen, dich einfach umgarnen, sich für dich für sich gewinnen wollen, ja. Und zwar möchte er oder sie hier irgendwo siegen, möchte er oder sie hier einfach ja auch Ziel erreichen, könnte hier auch so die Rolle spielen, aber das ist hier nicht negativ irgendwie gemeint oder dass dein Gegenüber jetzt einfach nur spielen will. So habe ich das nicht, sondern es ist schon hier viel wichtig, also dass du für dein Gegenüber wichtig bist und deswegen möchte man da jetzt auch das Ganze in die richtigen Bahnen lenken und da wird sehr viel Energie drauf aufgewendet und ich habe ja auch sehr viel Leidenschaft, ja, plötzlich spontan sein, der Gegenüber möchte in Bezug auf dich spontan sein, verlangt von dir auch im Gegenzug, dass du auch offen bist und vielleicht auch ein bisschen flexibel und spontan und ich habe hier drei Karten, die noch wichtig sind in dieser Legung, das sind die zwei der Schwerter. Ja, es ist jetzt nicht die Zeit, sich zurückzuziehen. Ja, es ist jetzt nicht die Zeit, sich Gedanken zu machen. Ja, vielleicht ab und zu mal hier ein bisschen in sich gehen und auch Zeit für sich haben. Ja, dein Gegenüber zeigt mir hier mit dieser Karte, dass er oder sie auch ein bisschen Zeit für sich haben möchte ab und zu. Aber ansonsten guckt er oder sie hier in dieses schnellen Vorankommen und auch endlich bei dir ankommen, endlich bei dir sein können und zwar dann auch, ja, er oder sie möchte, dass du ihn so warm empfängst, ja, vielleicht nicht sofort mit offenen Armen, aber schon so auf ihn sich einstellen, auf sie sich einstellen und auch irgendwie so da mitziehen, ja, also das wünscht sich dein Gegenüber und ich habe hier die 9 der Münzen mit den 2 der Münzen. Das ist hier, wie steht dein Gegenüber jetzt zu dir? Also, ich habe das hier so, dass dein Gegenüber hier auch mit den Möglichkeiten spielt, sich ein Treffen mit dir wünscht, ja, möchte sich mit dir treffen, möchte sich mit dir auch so eine schöne, angenehme Zeit machen, möchte dich auf jeden Fall einladen. Ich habe hier im Kartenbild eine Einladung für dich. Und von deinem Gegenüber, so steht er jetzt zu dir, mit dir Zeit verbringen, dich bezirzen, umgarnen und für sich gewinnen, ja, und auch, dass das Ganze Spaß machen soll, ja. Also er oder sie wird das Ganze so leicht und locker gestalten. Es soll kein Zwang sein, du sollst dich nicht irgendwie befangen fühlen oder unter Druck gesetzt fühlen, sondern es ist hier sehr viel so freiwillig, einfach so nach Lust und Laune. Also wenn man sich schon trifft, vielleicht auch keinen festen Punkt, wo man sich trifft oder wo man ganz genau hingeht, sondern wir treffen uns einfach und schauen, ja, wo wir denn dann ankommen. So habe ich das hier in den Karten. Also diese Treffen, dein Gegenüber möchte sich mit dir treffen, möchte dich um sich haben, ist auch hier gespannt auf dich, findet dich auch sehr spannend. Und möchte auch mal einfach so, ja, lass uns jetzt spontan irgendwo hinfahren. Also ohne groß nachzudenken, zu überlegen und schon 3, 5 Wochen vorher schon den Termin fest
planen und ganz genau, wohin es geht und was da auch gemacht wird und wie lange das Ganze dauern wird, dieses Treffen mit dir, sondern einfach so in den Tag auch hineinleben mit dir, wenn natürlich das geht. Ja, zum Beispiel am Wochenende oder sowas, wenn man Zeit hat, dann nicht alles verplanen, sondern auch diese Spontanität mit dir leben, erleben, ausleben. Das möchte hier dein Gegenüber. So steht er momentan zu dir. Locker, leicht, spontan, aber trotzdem zielstrebig. Es ist jetzt hier nicht so, dass dein Gegenüber nicht weiß, ob, wie und was mit euch. Nein, nein, das hat schon hier ein Ziel, ja, aber trotzdem, dieses Ziel soll mit Leichtigkeit und mit viel Freude und Lockerheit erreicht werden und nicht so verkrampft und so ein Müßiggang. Das möchte dein Gegenüber nicht. Kein Müßiggang, ja. Ich glaube nicht, dass du das auch willst, dass das mit deinem Gegenüber irgendwie so anstrengend ist. Und wenn ihr euch trifft, dann ist so eine Schwere da drauf. Wenn ihr euch treffen werdet, habe ich hier, dann ist keine Schwere da. Ja, das sagen hier auch die Karten. Das Ganze zeigt mir das alles, ja, dass das locker und leicht auch gestaltbar ist. Von Seite von deinem Gegenüber sowieso, aber auch von deiner Seite. Ah, ich habe das hier so, dein Gegenüber hat sich in letzter Zeit vielleicht sogar rar gemacht bei dir. Aber jetzt ist er oder sie gar nicht mehr zu bremsen und wird das Ganze schon ziemlich schnell ansteuern, ja? Ja, das ist die Karte des Aufblühens, ja. Also wie steht er jetzt zu dir? Er oder sie blüht auf in Bezug auf dich. Das ist hier sich öffnen, wie so eine Blüte und offen sein und neugierig auf dich und sich auch auf dich einlassen und auch, dass du vielleicht auch im Gegenzug deinem Gegenüber auch so dich öffnest und neugierig bist und offen bist und sich darauf einlässt, ja, weil dein Gegenüber lässt sich darauf ein. Er oder sie hat genug gewartet, hat genug sich hier zurückgezogen, überlegt und auch vielleicht sogar gar nichts gemacht, hat sich eingeschränkt gefühlt und auch sich hat selber eingeschränkt. Ja, damit ist jetzt vorbei, diese nachdenkliche Zeit, dieser Rückzug ist jetzt vorbei und jetzt ist die Zeit ja, der Blüte, des Aufblühens, des Aufbruchs. Ja, und zwar vielleicht am Anfang könnte bei einigen von euch das so sein, dass er so ein bisschen zaghaft ist, aber dann wird es immer mutiger. Ja, immer mutiger und es wird immer mehr Möglichkeiten geben. So habe ich das hier in den Karten. Immer, immer spannender wird das Ganze mit euch beiden werden. Und dein Gegenüber wird sich darum kümmern, ja. Also hier mit dieser Karte, mit dieser Blüte aufblühen Karte, da wird sich dein Gegenüber kümmern. Ich habe das hier so wie so ein Gärtner, dass er jetzt nimmt jetzt halt diese Harke in die Hand, bereitet den ganzen Boden vor, reißt dieses Unkraut raus und es ist jetzt viel Platz, Unkraut wurde rausgerissen, wird jetzt rausgerissen hier. Diese dritte Rad am Wagen oder dieser dritte Umstand, dieser Stein im Weg, ja, wird jetzt weggeräumt, zur Seite geschmissen und ja, die Erde ist fruchtbar und jetzt kann alles wachsen, erblühen, gedeihen. Und dein Gegenüber ist jetzt hier der Gärtner. Also ist jetzt in dem Modus zu tun und zu machen und sich nicht zurückzuhalten. Also dein Gegenüber ist jetzt momentan nicht mehr zu bremsen, hält sich nicht mehr zurück. Deswegen auch hier, ich habe hier mehrere Treffen. Ich habe hier eine sehr intensive Zeit für euch beide und das wird alles von ihm oder von ihr jetzt kommen in Bezug auf dich. So, und jetzt bin ich am Ende der Legung. Und es hat mich sehr gefreut, dass du bei mir vorbeigeschaut hast, dass du da warst, dass du vielleicht sogar bis zum Schluss geblieben bist, ja. Manchmal kommen am Ende interessante Sachen noch raus, ja, bei so einen Legungen. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit, für all das, was du ja mir auch gibst, indem du zum Beispiel auch dir meine Videos anschaust.
Wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.